Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Heute habe ich mir überlegt, zeige ich euch ein paar Rich BITCH Düfte. Also wirklich Düfte, die einen royal und teuer riechen lassen. Also wirklich wie so eine, naja, jetzt würde ich so durch die Gegend laufen, kann das aber eigentlich gar nicht. Das sind Düfte, die wirklich teuer riechen, aber überhaupt nicht so viel kosten. Also die kosten alle definitiv unter 100 Euro, viele sogar unter einem Fuffi. Also deshalb, ne, bleibt dran und wir fangen direkt an mit einer Empfehlung von euch. Da bin ich euch noch unglaublich dankbar, beziehungsweise dir, du weißt, wer du bist. Leo Joe Milano. Dieser Duft, Leute, oh mein Gott, der ist so reichhaltig. Der ist so, wahrscheinlich passen die Düfte jetzt, also die meisten, nicht zu dem Wetter, was jetzt gerade stattfindet. Bei uns ist gerade 26 Grad Minimum. Ist ja nicht ganz meins, aber es ist halt, ne, der Sommer ist fast da, meteorologisch zumindest. Und oh, der ist, das ist ein solcher Gourmandkracher. Diese Haselnuss, süß. Kussi und Bussi im Soester Zoo. Haselnuss ist wunderschön. Der ist schon fast gar nicht zu beschreiben. Der hat was, der hat, wie gesagt, dieses Nussige. Diese Nuss-Nougat-Creme, aber dann auch leicht fruchtige Akkorde, die das Ganze so ein bisschen erfrischen, würde ich sagen. Aber es ist kein frischer Duft, definitiv nicht. Ein unglaublich guter Gourmand, der halt wirklich mit Gold überzogen ist. Ja, also wie die Flasche aussieht, so riecht auch der Duft golden, cremig, leicht fruchtig, mit dieser wunderschönen nuss-nougatigen Haselnuss. Unglaublich guter, guter, ja, Secret Scent, den nicht jeder hat, nicht jeder kennt. Ich bin auch sehr dankbar. Deshalb bin ich euch immer dankbar, wenn ihr mir in den Kommentaren Inspiration schickt, weil ich weiß ja auch nicht alles. Ne? Ich habe ja auch noch nicht alles gesehen, nicht alles gerochen. Deshalb vielen, vielen Dank für diese Empfehlung. Der ist wirklich Gold wert. Unglaublich gut. Ein Schuss, den ich aus dem TK Maxx habe, das ist von Jacques Fath. Ist das Jacques Fath? Ich schreibe euch alles in die Infobox. Ja, also der hier hat, glaube ich, auch nochmal einen speziellen Namen, aber den schreibe ich euch alle, ne, schreibe ich euch alles in die Infobox. Und zwar Irisim Noir. Leute, milchig, cremig, weich, wie ein, oh, wie dieser Teng-Bettwäsche, ja, wie die Seide, auf der ihr euch bettet und in wunderschöne Träume gleitet. Oh, der ist wirklich, der hat ein unglaubliches Vanillebouquet mit dieser milchigen Cremigkeit und das ist wirklich wie ein Seidenpyjama in so einem Elfenbeinton, so ein cremiger Weißton. Es gibt ja 80.000 Weißtöne und ihr dürft euch davon einen aussuchen. Wunderschön. Also der ist wirklich edel. Der ist, ne, also morgens klingelt es in der Villa und ihr geht mit eurem seidigen Morgenmantel hinunter und da steht der Mann von DHL und bringt euch was Schönes. Das ist dieser Duft. Wunderschön, cremig, weich, vanillig, sehr vanillig. Also wenn ihr so auf Düfte wie Spiritus Double Vanille von Guerlain steht, von Geierlein, ist der auf jeden Fall für euch. Irisim Noir. Öfter mal im TK Maxx zu erblicken oder halt online beim Online-Händler eurer Wahl. Ne? Leute, meine liebste Freundin Jenny und ich haben im Zara, was übrigens immer ein super Geheimtipp ist, also geht in den Zara. Es ist zwar nicht immer das schönste Einkaufserlebnis, ja, die Verkäufer dort sind meistens, ne? Und, aber die Düfte, die es dort gibt, die sind oft nicht von dieser Welt. Und viele Düfte sind natürlich Dupes, ja. Da gibt es das berühmte Baccarat Rouge 540 Dupe. Und wir haben hier einen Duft gefunden. Den habe ich mir jetzt bestellt, weil ich ihn unfassbar gerne haben wollte. Wir haben den uns aufgesprüht und haben gedacht die ganze Zeit, wow, warum haben wir uns den nicht sofort gekauft? Der ist der Wahnsinn. Und zwar handelt es sich um Zara Rose Gourmand Eau de Parfum. Und zwar gibt es von Tiziana Terenzi den Duft Deluxe, auch schon sehr lange auf dem Markt, der mittlerweile auch ikonisch ist und Kultstatus erreicht hat. Und das ist Deluxe nur in tausendmal besser, tausendmal cremiger, tausendmal langlebiger, tausendmal goldener, schillernder, strahlender auf der Haut. Wir haben auf jeden Fall die Rose. Aber dieser Duft hat komplexe Anwandlungen, die nicht mal ich wiederzugeben vermag. Der ist so
Der strahlt und funkelt auf der Haut und entwickelt immer wieder was Neues. Das ist wirklich so ein Head-Turner-Duft, ne? Also wenn ihr auf der Straße geht, werdet ihr auf den angesprochen. Es ist ein Zara-Duft. Der kostet, was hat er jetzt gekostet? 19 Euro? Ich glaube sogar noch günstiger. Boah, der hat einfach in dieser Unternote, das ist kaum zu beschreiben, rosig, leicht holzig, unfassbar cremig, weich, dieser Moschus, dieses Pudrige. Ganz, ganz speziell. Also ich habe Deluxe auch als große Abfüllung und der ist auch wirklich wunderschön, aber der entwickelt sich irgendwann in eine Richtung, die mir nicht mehr so sehr auf meiner Haut gefällt. Aber Zara Rose Gourmand, leck mich am Arsch. Ist das ein gutes Ding? Wahnsinn. Also geht bitte in einen Zara. Ich war in Köln, also mit meiner lieben Jenny, und da ist ja oben auf der Fläche sind die Damendüfte. Also Damendüfte ist ja alles Unisex, ihr wisst. Und unten sind die Herrendüfte. Und oben bei den Damendüften steht das Ding hier und holla die Waldfee. Sprüht euch das auf und erlebt selbst, was das für ein geiles Stück ist. Und das für so kleines Geld. Unglaublich. Unglaublich. Weiter geht es. Diesen wunderschönen Duft habe ich bei Notino geschossen. Der ist jetzt auch schon seit Ewigkeiten im Angebot. Und zwar ist das Chopard Imperial Iris Malika. Ich habe den die letzte Zeit immer falsch gelesen. Oh mein Gott. Der ist so unglaublich gut. Der ist so unglaublich gut. Wir haben hier diese ikonische Lippenstift-Iris. Pudrig, aber dennoch. Warte mal. Oh mein Gott, und da ist auch noch. Oh mein Gott. Wir haben hier auch. Scheiße. Wir haben hier Leder drin. Also so leichte Lederanwandlungen. Ledrige, pudrige Lippenstift-Iris. Der ist sexy, der ist dirty, der ist. Ich sitze auf dem Rücksitz mit meinem Kerl, mit dem ich ausgegangen bin. Na, es war ein schöner Abend und die Stimmung hat sich aufgeheizt und wir können es schon gar nicht mehr aushalten, ohne uns die Kleider vom Leib zu reißen. So ist dieser Duft. Einfach nur genial. Genialer, sexy Lippenstift, Vibe, Leder, unglaublich geil. Ich glaube, ich habe für den 40 Euro bezahlt und der riecht wirklich wie ein 300 € Nischenduft. Also Leute, don't sleep on that. Wenn ihr diese Iris pudrigen Lippenstift-Düfte mögt, dann ist der hier, Iris Malika, genau für euch, ihr kleinen Dreckstücke hier. Weitermachen wir. Oh ja, das ist ja mein Elena Davison Duft. Ich liebe Elena Davison, weil die hat so eine Ausstrahlung. Ja, die ist für mich auch so dieses Cool Girl in diesen. Die hat einen Style. Die hat sich auch letztens von unserer Styleberaterin sich so durchstylen lassen, wie sie ihre Klamotten trägt, so Jeans und dann die Schuhe und Taschen und so weiter und so fort. Und sie hat einen Duft, den sie sehr oft trägt und sehr liebt, und das ist Malle und Götz. Leather. Und das ist so ein Duft, der passt wie die Faust aufs Auge. Und das ist ja jetzt gerade auch wieder so ein totaler Trend, oder war es auf jeden Fall und wird es auf jeden Fall wieder im nächsten Herbst. Dieser ganz klassische Trenchcoat in Beige und vielleicht ein paar Stiefel drauf, eine klassische Tasche, Haare vielleicht zu so einem Pferdeschwanz zurück, noch nicht mal so starkes Make-up, so ein bisschen Bronzer und die Augen so leicht betont mit Mascara und dann eine schöne glossige Lippe und dann dieser Duft drauf, Leather. Das ist unglaublich geiles Leder mit Kardamom. Der hat so eine schöne Süße, so eine sehr ausbalancierte Süße im Hintergrund. Und das riecht einfach edel. Das riecht cool, das riecht edel, das riecht edgy, das riecht. Ja, ich bin selbstbewusst und das ist wirklich so, ja, auch ein absoluter Rich-Itch-Duft. Also der riecht teuer, der riecht edel, aber dennoch cool. Ne? Nicht, überhaupt nicht überheblich oder arrogant. Ein total cooler Duft und ja, ich bin sehr, sehr glücklich, den in meiner Sammlung zu haben, weil der ist wirklich unglaublich variabel. Jetzt haben wir hier. Wir alle kennen Opium. Und ich rede hier nicht vom Black Opium, ja, das ist quasi Pussy-Opium. Wir reden hier von dem klassischen Opium aus den 70er Jahren. Und ich habe hier einen sehr ähnlichen Duft und den habe ich auch bei Notino bestellt. Kaffee. Und der ist wirklich Opium, vielleicht so ein kleines bisschen gezähmt. Da wurde so ein bisschen eine Peitsche geschwungen, so tsch, ruhig. Mach Sitz. Und das ist Opium, halt so ein kleines bisschen
gedimmter, ja, so ein bisschen zurückgenommener, nicht ganz so, hier bin ich, aber auch dennoch sehr, sehr sexy und sehr, sehr weiblich. Also das ist wirklich so hier Titten. Das ist ein unglaublich weiblicher, wunderschöner Duft und auch so in dieser coolen Richtung. Ne? Also überhaupt nicht arrogant oder irgendwie, ne? Ich blicke von oben auf dich herab und was bist du eigentlich für ein Wurm? Das ist ein unglaublich schöner Duft, der geschätzt werden möchte. Natürlich ist er klassisch, ne? Wir alle kennen Opium, aber wenn man lange mit Düften zu tun hatte und die Nase schon sehr trainiert hat, dann weiß man solche Düfte zu schätzen, weil die wirklich ein unfassbares Bouquet hervorbringen und immer wieder mit einer neuen Überraschung hervorkommen. Also immer wieder, wenn man an seinem Handgelenk riecht und oh mein Gott, ja, das ist diese Note und oh, jetzt rieche ich das heraus und das, ja, weiß ich an solchen Düften sehr, sehr zu schätzen und vielleicht ihr ja irgendwann auch. Oder jetzt schon. Oder vielleicht habt ihr sowas schon in eurer Sammlung. Man weiß es nicht. Ne? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ja, Leute, also wenn das hier kein Rich Duft ist, dann weiß ich auch nicht. Also das hier alleine schon von der Verpackung, vom Flakon. Wow. Und zwar ist das von La Taffa. Und La Taffa hat wirklich Chefskiss. So mega geile Düfte. Das ist der Ishq al... Lest ihr bitte. Vergewaltige nur diese wunderschöne Sprache. Und es gibt einen Duft von Yves Saint Laurent, der nennt sich Baby Cat. Und ich habe diesen Duft in Düsseldorf gerochen. Wunder, wunderschön. Und das hier ist Baby Cat nochmal auf Katzenminze. Wow, also, boah, also ich habe den auch durch meine liebe Jenny kennengelernt und deshalb, ich liebe unsere Freundschaft. Wir inspirieren uns immer wieder gegenseitig und das ist einfach, ich liebe dich, Jenny. Love you so much. Und sie hat mir diesen Duft nahegebracht und ich habe gesagt: jetzt ist es um mich geschehen. Leute, leck mich am Arsch. Das ist so ein geiler Duft. Also, das ist Vanille, Holz. Also, am Anfang ist da sehr, sehr viel Holz vor der Hütte. Also, heute gehe ich auch wieder oft durch meine Haare. Ne? Es tut mir sehr leid, aber lebt damit. Ich habe heute einen wahnsinnigen Bad Hair Day. Ich dachte erst, ich mache die Haare zu, aber dann dachte ich, nee, lass so offen und das ist scheiße. Egal. Vanille, Holz, also am Anfang sehr, sehr viel Holz, aber das wird immer geschmeidiger. Also die Katze wird immer, also ne, Katzen können ja sehr widerspenstig sein. Also die haben erst so gar keinen Bock, gestreichelt zu werden und dann kommen sie von alleine auf dich zu und dann legen sie sich vielleicht sogar in deinen Schoß und lassen sich kraulen und dann fangen sie an zu schnurren. Und das ist Baby, also nicht Baby Cat, das ist dieser Duft, der sehr ähnlich zu Baby Cat ist. Der ist am Anfang etwas widerspenstig und harsch, wird aber immer geschmeidiger und anhänglicher und weicher und irgendwann fängt er an zu schnurren. Und dann ist er ein wunderschöner, warm, holziger Vanille-Cremeduft, der seinesgleichen sucht und einfach nur göttlich ist. Ja, dicke, dicke, dicke Empfehlung. Das für kleines Geld, ich sag's euch. Machen wir weiter mit Derek Lamb, Ten Crosby und zwar nennt sich dieses Ding Something Wild. Ja, das ist auch Something Wild und das ist für mich. Oh, also wenn ihr damit rumlauft, dann fangen alle an zu sabbern und denken, was ist das hier? Sowas habe ich vorher noch nie gerochen. Der ist auch mit keinem anderen Duft vergleichbar, was immer sehr, 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 sehr schön ist. Holzige Vanille. Relativ, relativ unsüß. Wir haben auf jeden Fall eine Süße da drin, aber die ist nicht so in your face und dass sie euch ständig in die Nase hüpft und euch Kopfschmerzen bereitet. Der ist wirklich. Oh, also der ist perfekt ausgeglichen. Wunderschöne, geschmeidige, zarte, fluffige Vanille, die dann mit dem Holz perfekt ausbalanciert wird und ihr habt einen ernsthaften, selbstbewussten, holzigen Vanilleduft. Und das, wow, hatte ich vorher noch nie in meiner Sammlung und das ist wirklich für kleines Geld etwas, womit ihr eure Sammlung aufwertet und euch auf jeden Fall Komplimente verschafft, weil das ist ein geiles Stück, ich sage es euch. Something Wild. Unglaublich gut.
Den hat auch Sebastian, dieser YouTuber, der Parfum-YouTuber mit der Cappy, immer empfohlen. Und von dem habe ich auch, glaube ich, diese Empfehlung. Haute Touch von Franck Olivier. Leute, unglaublich günstiger Schuss, auch von Notino. Ich weiß, viele verteufeln irgendwie diesen Laden und diesen Online-Shop. Und nee, ich habe da schon 8000 Mal bestellt und ich kann da nichts Verwerfliches dran finden. Ich weiß auch gar nicht, was da Verwerfliches dran ist. Ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal. Ich bestelle da gerne und da hat immer alles super funktioniert. Und diesen Duft gibt es dort und das ist ein edler, sehr starker Oud-Duft. Also das ist schon mit ordentlich Wumms. Und Himbeere. Wir haben hier einen fruchtigen Oud-Duft, der wirklich Gold überzogen ist und dann mit Himbeersirup drauf. Oh, unglaublich lecker. Unglaublich leckerer Oud-Duft. Da kann aber auch ein Einsteiger mitarbeiten. Also wenn ihr mit Oud-Düften ein bisschen in Berührung kommen wollt und wirklich reich und ne, wenn ihr vielleicht auf einer Party eingeladen seid, wo so ein paar Leute sind, die das Näslein ein bisschen so hoch tragen, dann tragt ihr das hier und dann werdet ihr gefragt, was haben sie denn für einen Duft drauf? Wie viel hat der gekostet? Schmeiße ich hier meine Proben um. Ja, was hat der gekostet? Paar Mark 50, aber zu dir sag ich 400, ne? Das zahle ich von dem Geld, was mir zwischen der Sofaritze fällt. So, das ist Oud Touch. Unglaublich geiler, reicher Oud Himbeerduft. Fruchtig, sexy, rauchig, holzig, geil. Und bei dem war ich mir nicht ganz so sicher, ob es den überhaupt noch gibt, aber ihr wisst ja, der Zug bei Parfumo oder andere Plattformen, wenn man einen Duft wirklich möchte, dann kriegt man den auch. Ich habe den, glaube ich, letztens sogar noch gesehen, da wurde der angeboten, auch nicht für so teuer. Oscar de la Renta Velvet Noir ist für mich der selbstbewusste Rich Bitch Duft, der wirklich die Frau von heute, die Frau von morgen symbolisiert. Definitiv auch den Mann, der ist sowas von Unisex und der riecht genauso, wie der Flakon aussieht. Golden. Boah, das ist für mich wirklich. Der hat so eine busige Note, also so alkoholisch, aber was so reichhaltig, so ein teurer Whisky, so ein richtig teurer Whisky. Holzig, also Oud haben wir hier drin. Boah, leck mich am Arsch, der ist so geil. Der passt auch heute zu meinem Outfit. Also so ein bisschen, ich habe heute versucht, ein wenig sexy auszusehen. Ist mir echt gut gelungen. Ja, so ein bisschen mit Spitze, die Augen etwas betonter. Die Haare kriegen wir auch irgendwann noch gebändigt. Genau, und das ist dieser Duft. Vielleicht noch mit einer roten Lippe und dann geht aber die Luzi ab da. Velvet Noir ist wirklich auch so ein bisschen Samt und. Aber wir haben hier wirklich einen Oud-Duft, der golden ist, der wirklich Facetten hat, die in allen möglichen Farben strahlen, aber vor allem das Selbstbewusstsein hervorbringen. Also der riecht wirklich golden, der riecht reichhaltig, der riecht teuer, der riecht, als könnte ich die Welt beherrschen und alles erreichen, was ich erreichen möchte. Und das ist wirklich so ein Confidence Booster. Also den habe ich immer getragen, wenn ich selbstbewusster sein wollte, wenn ich denken wollte, beziehungsweise es auch fühlen wollte, ich komme weiter, ich kriege das hin, ich kann es schaffen und das, mein Gott, wird das jetzt dramatisch hier. Ja, das ist dieser Duft. Oscar de la Renta Velvet Noir. Und das war's dann auch von diesem wunderschönen Video. Schreibt mir bitte, bitte eure Rich Bitch-Düfte in die Kommentare. Was sind das für Düfte? Ich bin so gespannt, was ihr mir für Inspirationen gibt. Also, was sind Düfte für euch, die teuer und reich riechen und die euch wirklich fühlen lassen? Ich könnte jetzt durch Düsseldorf laufen, ne? Hätte ich kein Problem mit. Also, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.